Was ist der Unterschied zum Spiel von letzter Woche? Definitiv, dass man mit einer ganz anderen Einstellung rangegangen ist. Ich glaube, letzte Woche, als wir gegen Unterrad gespielt haben, da haben einfach alle geglaubt, ja, das werden wir schon locker schaukeln. Da hatten die Jungen einfach nicht die Erfahrung. Die anderen konnten das nicht weitergeben. Das war einfach ziemlich schlecht letzte Woche. Und diese Woche war es halt komplett anders. Da haben wir von Anfang an konzentriert gespielt und auch versucht, das umzusetzen, was wir uns halt vorher vorgenommen haben. Das haben wir, glaube ich, ganz gut geklappt. Ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir dann wirklich schon auf Tempo gespielt und hat dann jeder mitgearbeitet. Also egal, ob es die Außen oder der Vorgezogene war, der dann wirklich gestartet ist, sondern auch die, die dann direkt aufgepasst haben, den Ball geholt haben, nach vorne gespielt haben. Du hast das 40. Tor gemacht. Ihr habt euch lange ein bisschen dagegen gewehrt. Wie war das? Ja, ich sag mal so, es war zwischendurch ziemlich unkonzentriert. Teilweise auch im nach vorne spielen war es zu langsam. Es ist Blödsinn, wenn drei Leute vorne sind und hinten der Ball ist noch nicht sicher. Ich muss sagen, teilweise wirklich ziemlich unruhig gespielt, hektisch und ja, am Ende haben wir es jetzt klar gemacht. Ne? Letzte Woche hattet ihr so das traurige Spiel gegen Unterrad. Was hat sich jetzt geändert im Vergleich zum Spiel von letzter Woche? Ja, wir haben auf jeden Fall viel mehr in der Abwehr gearbeitet, auch wenn es nicht ganz perfekt war, aber wir haben auf jeden Fall das wieder gut gemacht. Im letzten Spiel hat gar nichts funktioniert, da war grottenschlecht. Haben wir heute auf jeden Fall besser gemacht von Anfang an, die ersten Minuten direkt ordentlich zugepackt, denen gezeigt, dass es unsere Halle hier ist. Das hat auf jeden Fall gepasst. Lampe, was war das für ein Spiel für dich? Ein tolles. Nee, hat Spaß gemacht, gegen die alten Jungs zu spielen, auch gegen Losco, die kennen uns schon ein paar Tage aus der Jugend schon. Und deswegen war das für mich eigentlich ganz witzig, obwohl ich auch schon aufgehört habe mit dem Handball spielen. Ja, hat Spaß gemacht. Die zweite Halbzeit war ja was ganz anderes als die erste. Woran hat es da gehakt? Also was war vielleicht ein Ausschlag gegeben da ein bisschen? Ja, ich dachte, der Trainer Fuchs hat in die taktischen Fehlgriff geleistet. Aber es war, wie ich finde, eine Einstellungssache. Die Mörbusch haben ziemlich lange gebraucht, um das Spiel zu finden. Und in der zweiten Halbzeit war das wesentlich besser. Die haben sie uns auch, glaube ich, abgenommen. Ja, und wenn sie so spielen würden, 60 Minuten, sähe das anders aus. Patrick, was sagst du zum Spiel? Wir haben verdient verloren. Wir haben 30 Minuten eigentlich nur darauf gewartet, dass die Werstner uns die Hütte vollhauen hinten. Wie letzte Woche in Zons haben wir 30 Minuten gebraucht. Oder ich glaube, dieses Mal waren es 26, um überhaupt mal annähernd ins Spiel zu finden. Ich habe sicherlich am Anfang mit der 5-1 versucht, was ganz Cleveres zu machen, um das Spiel von Wersten ein bisschen zu unterbinden. Ist leider in die Hose gegangen, muss sicherlich ein Stück weit mehr ankreiden. Mit der 6-0 dann war es besser und hinten raus war es ein verdienter Sieg, aber auch keine schlechte Leistung mehr von unserer Truppe.